Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry. Wir nehmen jetzt Wild, eine wundervolle Droge, die uns etwas stärker machen soll. Aber wir haben, glaube ich, so eine kleine Aufgabe oder so. Hey du, hallo, komm mal her. Rein mit dir. Und bam. So. Ich glaube, ich muss sie da irgendwie reinkriegen. Hier bin ich, komm noch. Ist gar nicht so einfach. Ja. Hier bin ich. Hier. Komm her. Sehr schön. Kann ich ihn noch reinschmeißen? Nö. Oha! Okay, also... eigentlich haben wir genug Zeit. Wir müssen die nur richtig positionieren irgendwie. Also eigentlich ist eigentlich nicht schwer, glaube ich. Wir müssen uns einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Nein, 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 nein. Oh. Ist drüber geflogen. Nein. Kann ich hier auch einfach da reinschmeißen? Ja, das geht. Komm schon. Mann. Ja. Das war der sechste. Boom! Bam! Was? Och nö. Tweak ist verletzt worden. Komm schon. Komm schon. Ich hätte ja gar kein Problem damit, ja? Aber dann muss man da immer so lange warten, bis es geladen hat. Okay. Nochmal. Wird gelaufen. Und her. Katschen, katschen, katschen. Rein mit dir. So, nächster. Ah. Rein mit dir. Komm schon. Jawohl. Bam. Hab ich jetzt geschafft? Ich hab's geschafft. Ach, der ist da oben. Hä, wie konnte der sich verletzen? Das verstehe ich nicht.
Nee, nicht tot von oben. Besser leben mit Chemie. Das ist mein Motto. Ich komme von oben! Wow, wow, wow! Ich habe noch nie einen so wilden Kampf gesehen. Warte, ich hab dir was zu sagen. Komm, geh mir mal rein. Schnell, schnell, schnell. Bilder war nicht tödlich. Ich schulde Brad wohl 5 Mäuse. Schau, wir können das zur Kehr stellen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Irgendwie nussig. Shit. Automatisch mit Tiere und Gegner in Sichtweite. Bis Raubtiere fliehen. Wir geringen den erlittenen Schaden. Müssen wir mal öfters benutzen. So, ja komm, lasst uns jetzt mal reden hier. Ja, ich hol ihn ja runter. Oh, oh, Bombe! Wo ist denn der Arsch? Was, den erwische ich jetzt. Erwischt. Doch nicht. Ich werde hier durchlöchert. What? Wow! Der hat überlebt. Das gibt's doch nicht. Bilder war nicht tödlich. Warum gehst du denn jetzt da hoch? Wir wollten noch quatschen. So. Du bist ein lebendes. Machst du das gerade wirklich? Ist das nur in meinem Kopf oder nicht? So, jetzt können wir reden. Also, ja. Komm auf der Burg. Wow, ich habe noch nie einen so wilden Kampf gesehen. Das war brutal. Du bist ein Monster. Ich bin so glücklich, dass Bilder gewirkt und dich nicht umgebracht hat. Das Rezept gehört dir, Deputy. Nutze es zum Guten oder zum Schlechten, wenn du willst. Keine Ahnung, aber vielleicht eher für was Gutes, oder? Ich will nur wieder gut machen, was passiert ist. Und ich glaube nicht, dass ich sonderlich gut dafür geeignet bin. Aber vielleicht du, hoffe ich. Es sei denn, du wirst getötet. Dann wohl nicht. Das Lustige ist, dass wir das ja schon vorher hatten. Ist ja jetzt nicht so, dass das was Neues für uns ist. Aber na gut. Ach, jetzt brauchen wir weniger Komponenten. Warum ist hier plötzlich Bliss? Oh! Willkommen im Bliss. Mhm. Schon wieder hier. Verstehst du denn nicht, was wir hier aufbauen wollen? Oder ist es dir nur egal? Du läufst mal hierhin, mal dorthin. Du fügst denen Gewalt zu, die dir überhaupt nichts tun wollen. Sie sind zufrieden hier. Sie wollen hier sein. Ich weiß, dass du zweifelst. Aber nur so kann diese Geschichte enden. Nichts, was du tust, kann das ändern. Deine Freunde da draußen, sie sind getrieben von Angst. Sie verstehen es nicht. Aber er versteht. Er zeigt es dir. Hey, Rookie. Komm schon. Komm, alles okay. Ich weiß, du wirst mich zurückbringen. Es ist okay. Sie weiß es. Alle wissen es. Du glaubst, du tust das Richtige. Du glaubst, ich müsste gerettet werden. Aber muss ich nicht. Ich will nicht zurück. Ah.
Nie wieder. Hast du dir je die Zeit genommen und auf dein Leben zurückgeschaut? Ich meine, was du tatsächlich daraus gemacht hast, weißt du? Man sagte uns, wir könnten alles werden, oder? Ein berühmter Sänger, ein Spitzensportler oder ein Filmstar. Wir könnten alle Erfolg haben, Rookie. Aber nein, das ist nicht wahr. Wir leben oberflächliche Leben und tun nur das, was andere uns sagen. Tag ein, Tag aus. Jeder denkt, er hätte einen freien Willen. Aber komm schon, wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das nicht erwartet wurde? Abverlangt. Nein, Rookie. Wir leben nicht unser Leben. Wir leben ihres. Und wir glauben, wir hätten einen freien Willen. Aber das ist eine Lüge. Eine Illusion. Oh Mann. Ich bin so fertig damit. Ich will kein Opportunist mehr sein. Ich will nicht mehr nur ein Handlanger sein. Und ich will nicht länger der Müllschlucker sein. Ich bin es so leid. Weißt du, wenn das echte Leben ist, wo ist da der Sinn? Nur hier habe ich die Chance, das zu sein, was ich niemals für möglich gehalten habe. Zufrieden. Und letzten Endes, Rookie. Ist das nicht das Einzige, das wirklich zählt? Zufriedenheit? Vertrau dem Bliss nicht. Hol dir den Marshall. Jetzt kommt's drauf an. Lass den Marshall nicht durch dieses Tor gelangen. Ja, ich kann nur nicht schneller gehen. Schnappt euch den Marshall! Rookie, du musst ihn retten! Lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! Ich bin ja mal gespannt. Krass. Du hältst dich gut. Tracy, bring die Spritze hier rüber! Oh, ruhig, ganz ruhig, Berg. Zieh mich an! Ruhig! Keine Drogen! Die Waffen runter. Er kommt nicht einfach aus dem Bliss und ist clean. Ich kann es. Sheriff. Okay. Bitte. Okay. Ich bin nicht verwirrt. Okay. Halt der Verbleib. Okay, leg dich einfach hin. Ganz ruhig. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Tracy. Fick dich, Tracy. Ich halte es für eine scheiß Idee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Du hast keine Ahnung, was sie mit deinem Gehirn anstellt. Trau ihm nicht. Ich rede mal mit dir.
wollte gerade sagen, er sieht irgendwie tot aus. Hallo. Verflucht nochmal, Deputy. Ich kann's kaum fassen, dass du den Marshall aus der Glückseligkeit geholt hast. Das wird die Faith nicht durchgehen lassen. Sie wird's dir gehörig heimzahlen, Jungspund. Sei auf der Hut. Kein Thema. So, macht das schon. Haben wir eigentlich was Neues? Ich glaube fast nicht. Geh doch mal weg, du! Beeindruckend, dass wir hier draußen so lange durchhalten. Sagt wer? Oh, er nicht. So, ja gut, was jetzt? Was jetzt? Ich meine ja hier. Das haben wir fertig gemacht. Wollen wir denn nach oben ein bisschen was machen? Oder hier Landesgeschmack? Haben wir schon. Ich glaube, ich würde das hier jetzt übernehmen. Ja, das machen wir. Vorne steht sogar ein Heli, den können wir benutzen, dann können wir einfach rüberfliegen. Ah, hier. Achso, Helfer. Nix Fahrhilfe. Gib mir einfach ein Ziel. Sehr gut. Ich mach den Rest. Jess, hast du schon mal darüber nachgedacht? Eigentum? Oh, das ist da. Uninteressant. Ich bin aber oben. Au! Heli ist so lahm. Scheiße. Bin unterwegs. Scheiße, Heli ist in der Nähe. Achtung! Er ist gestorben. Alles gut. Jess ist aus dem Weg. Hä? Völlig zerfetzt. Oh nein. Na gut. Dann machen wir es heute mal laut. Ja.
Schneller! Schneller! Hinter euch! Na, hier verblutet keiner heute. Sauber! Oha, das war mal, ja, explosiv. Good work, ja Leute, und wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Folge wieder ein. Dieser Angelladen steht inzwischen quasi unter Denkmalschutz. Schön, dass wir ihn wieder haben. Finde ich auch. Genau, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.